Ja, hallo, dann kommen wir jetzt zum nächsten Vortrag und zwar hören wir gleich Professor Judith Simon. Sie ist Associate Professor für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der IT University Kopenhagen. Außerdem ist sie Editorin des Journals Philosophy and Technology und des Journals Big Data and Society. Und es geht weiter. Sie ist Vorstandsmitglied der International Association of Computation and Philosophy und der International Association of Ethics and Information Technology. Also alles Aktivitäten genau an den Schnittstellen zwischen Technologie, Philosophie und gesellschaftlichen Themen. Das ist ja genau der Grund, warum wir auch hier sind. Deswegen sind wir sehr froh, dass sie da ist. Und jetzt wird es gehen um Big Data und die Proliferation von Big Data insbesondere. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob wir jetzt das Spielchen gutes Big Data, schlechtes Big Data spielen. Und bin so gespannt, dass ich mich jetzt hinsetze und mich mit euch auf diesen Vortrag freue. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die, ist es zu laut? Das war ein bisschen zu laut, ne? Vielen Dank für die freundliche, für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ich freue mich tatsächlich auch, hier zu sein. Der Vortrag ist für mich insofern ein bisschen kompliziert, dass hier lauter Experten sitzen zu Themen, über die ich rede, die wahrscheinlich mehr darüber wissen als ich. Also geben Sie mir einen Versuch, dass ich versuche, meine Perspektive kundzutun, aber bitte korrigieren Sie mich, falls Sie das Gefühl haben, dass was falsch dargestellt ist. Das Thema ist ja diese Unsichtbarkeiten, Sichtbarkeiten. Heute Morgen ging es ja relativ viel um Transparenz und genau diese Frage der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ist das, womit ich mich beschäftigen möchte und zwar im Kontext von Big Data. Das ist der kurze Aufbau meines Vortrags, der ist relativ straightforward. Ich will erst mal kurz erläutern, warum ich überhaupt interessiert bin an dem Thema und wie ich es angehe, was nicht heißt, wie man es angehen muss, sondern wie ich es mache, eben als Philosophin. Dann ganz kurz zu, was es ist. Auch da werde ich mich kurz fassen, weil Sie sicherlich einiges dazu wissen. Und dann werde ich auch schlaglichtartig auf die Nutzung von Big Data in verschiedenen Kontexten eingehen, nämlich kurz in der Industrie, in der Wissenschaft und Politik, bevor ich dann abschließend noch ein paar Sachen aufmache. Für mich ist auch interessant, Feedback von Ihnen zu kriegen zu bestimmten Fragen, die ich am Ende aufmachen werde. Ganz kurz. Warum interessiert mich das Thema und wie gehe ich es an? Ich nehme jetzt ein Beispiel bewusst, was wahrscheinlich die meisten im Raum kennen werden, aber das macht nichts, weil ich nutze es aus einer bestimmten Funktion. Für die, die es nicht kennen, 2012 ging durch die Medien diese Geschichte, dass irgendwann ein Vater wohl bei Target, also Supermarktkette in den USA, angerufen hat und sich über Werbematerial beschwert hat, in dem schwangerschaftsbezogene Produkte beworben wurden und er sich beschwerte, warum sie das gesendet bekommen. Und bei einem Rückruf des Target-Mitarbeiters der Vater wiederum sehr kleinlaut war und meinte, jetzt müsse er sich entschuldigen, es hätte ein Missverständnis in der Familie gegeben. Die 16-jährige Tochter war tatsächlich schwanger. So. Und warum ist das interessant? Weil die Frage für mich war, wo liegt hier eigentlich das Problem oder liegt hier überhaupt ein Problem? Und wenn ja, wie kann man dieses Problem überhaupt erstmal konzeptuell fassen? Und der naheliegendste Ansatz wäre erstmal zu sagen, okay, ja, Verletzung der Privatsphäre, ne, illegitime Datensammlung. Aber da ist schon die Frage, durch diese ganzen Informed Consent-Verfahren stimmt man ja im Grunde genommen der Nutzung dieser Daten zu. Das heißt, über diesen direkten Weg kommen wir erstmal nicht weiter. Das Argument, was ich hier machen will und was weiterführend interessant ist, ist, dass die Privatsphäreverletzung hier ja nicht aufgrund des Datensammelns passiert ist, sondern aufgrund der Inferenzen, die gemacht wurden auf Basis dieser Daten, also aufgrund der Verarbeitung der Daten und der Prognosen. Und als Konsequenz daraus glaube ich, dass man sich Big Data Praktiken anschauen muss als zunächst mal Wissenspraktiken oder epistemische Praktiken, das soll das Wort hier heißen, die dann ethische, politische und sonstige Auswirkungen haben. Aber mein Plädoyer ist eben dieser Fokus auf diese ganz konkreten Praktiken der Datenanalyse zu setzen. Und eben auch, das bedarf dann eben sehr detaillierte und interdisziplinäre Analysen von diesen Datenpraktiken in diesen verschiedenen Sektoren. Was ich in meiner Arbeit mache, ist, ich versuche zu verschränken die Blickweisen der Ethik mit der Erkenntnistheorie und der Politik. Das heißt aber nicht, dass das das Einzige ist. Klarerweise gibt es rechtliche Perspektiven, ökonomische und so weiter. Es ist eher eine Fokussierung. Dann die Frage, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Big Data reden? Es gibt natürlich irgendwie diese klassische Definition, die aus der Industrie ursprünglich kommt. Hier diese IBM-Definition mit diesen verschiedenen Vs. Volume, Velocity, Variety. Veracity ist schon philosophisch höchst interessant, aber da gehe ich nicht drauf ein.
Was ich interessanter finde, ist eine spezielle Definition aus den Sozialwissenschaften von Boyd und Crawford. Was sie schreiben, ist Folgendes. We define big data as a cultural, technological and scholarly phenomenon that rests on the interplay of first a technology, maximizing computation power and algorithmic accuracy to gather, analyze, link and compare large data sets. Second, analysis, drawing on large data sets to identify patterns in order to make economic, social, technical and legal claims. Und third, und das ist recht relevant, glaube ich, mythology, a widespread belief that large data sets offer a higher form of intelligence and knowledge that can generate insights that were previously impossible with the aura of truth, objectivity and accuracy. Ein anderer Blick auf Big Data ist nicht über diese Definitionen zu schauen natürlich, sondern zu gucken, von welcher Art von Datensätzen reden wir überhaupt, und jetzt auch hier wieder nur schlaglichtartig exemplarisch. Das Erste, woran man natürlich häufig denkt, sind die ganzen sozialen Mediendaten, auf der einen Seite die expliziten Daten, die wir sozusagen posten, und andererseits diese ganzen impliziten Datenspuren, die wir hinterlassen, während wir andere Dinge tun. Darüber wurde ja auch schon geredet. Natürlich geht es um jegliche Form von Transaktionsdaten, darum ging es ja auch in dem vorletzten Vortrag ein Stück weit. Es reicht ja schon zu wissen, wann wer wo ist und mit wem er wo ist, um relativ viele Schlussfolgerungen zu ziehen. Also das wären sozusagen die zeit- und ortsbezogenen Metadaten. Einfach nur zu wissen, wo welches Telefon sich befindet, ist enorm aufschlussreich. Es geht natürlich auch um Sensordaten, zunehmendermaßen Daten aus dem Internet der Dinge. Wenn wir jetzt nochmal andere Datenquellen suchen, wäre eine Unterscheidung sagen, okay, in der Wissenschaft reden wir von Daten einerseits eben aus der Astronomie, Physik, Biologie, Psychologie, Ökonomie, Soziologie, Pädagogik, Medizin. Und wenn man nur schon wieder reinzoomt in die Medizin, wird irgendwie klar, wie vielfältig da wir schon wieder von Daten sprechen. Das können Daten sein aus Versuchsreihen, genetische Daten, Daten aus elektronischen Patientenakten, administrative Klinikdaten, Sensordaten und sozusagen Daten von all diesen Personal Health Monitoring Devices. Und da hört es ja noch nicht auf. Ja, im Big-Data-Kontext wird dann gerne noch von allen möglichen Bürgerdaten, ich habe das Wort Open in Klammer gesetzt, eben weil natürlich viele von diesen Government-Data nicht notwendigerweise offen sind. Daten aus Geburtsregistern, Finanzdaten, Zensusdaten und so weiter. Das Interessante bei Big Data ist ja jetzt nicht, dass es diese ganzen Datensätze gibt, sondern dass man die irgendwie in Bezug zueinander setzen kann oder möchte durch die Datenanalyse. Und was hier passiert, ist erkenntnistheoretisch und auch anderweitig interessant, nämlich dass bestimmte Unterscheidungen, die mal relevant waren, im Big-Data-Kontext zunehmend obsolet und irrelevant werden. Wie nämlich unter anderem die Unterscheidung zwischen sensiblen persönlichen Daten und unverfänglichen sonstigen Daten. Warum? Denken Sie nur an das erstgenannte Beispiel. Da ist es ja so, dass Konsumdaten, zum Beispiel der Kauf von parfümfreier Bodylotion oder von bestimmten Vitaminen, sind ja nicht per se medizinische Daten. Die werden aber sehr wohl genutzt, um medizinische Prognosen oder Prognosen über den medizinischen Zustand von jemandem zu generieren. Das Problem ist natürlich jetzt hier, das heißt allgemeiner gesprochen, dass je nach Nutzungskontext scheinbar unverfängliche Daten sehr sensibel werden können. Dass aber diese Proxy-Daten natürlich nicht in der gleichen Art und Weise geschützt sind wie herkömmliche, sagen wir, Finanzdaten, medizinische Daten und so weiter. Die zweite Differenz, die obsolet wird, ist natürlich die zwischen personenbezogenen und anonymen Daten. Hier, das ist auch bekannt, durch Aggregation und Datenverarbeitung können anonyme Daten zunehmend de-anonymisiert werden. Ich gebe Ihnen nur ein ganz banales Beispiel aus dem Small-Data-Kontext. Ich arbeite in Österreich, hatte dort ich habe bis vor kurzem auch in Österreich gearbeitet, hatte ein Forschungsprojekt und wurde dann befragt zu meinem Zufriedenheit mit dem Service dieses DFG-analogen Institution und musste am Ende angeben, mein Alter, mein Geschlecht und meine Disziplin und den Förderzeitraum, und das identifiziert mich mit 4 Datenpunkten in Österreich 100%. Ja, also nur um sozusagen auf einer ganz banalen Ebene klarzumachen, wovon wir hier reden, und je mehr Datenpunkte, umso einfacher ist das natürlich. Aber da erzähle ich Ihnen natürlich nichts Neues. Dazu kommt natürlich, dass um jemanden zu diskriminieren, muss ich ihn ja auch nicht identifizieren.
Es reicht ja, wenn ich ihn in eine Gruppe packe und dann die Gruppe als Ganze diskriminiere. Wenn nicht, weil ich in einer bestimmten Gegend wohne, auch da ging es heute Morgen in Corinnas Vortrag ja schon drum, in diesem Buch of Weapons of Mass Destruction, wenn ich in einer bestimmten Gegend wohne und deswegen entweder gar keinen Kredit bekomme oder keine Versicherung oder zu schlechteren Konditionen, bin ich persönlich betroffen, ohne notwendigerweise individuell identifiziert worden zu sein. Das jetzt zunächst mal zum Was ist Big Data, worum geht's? Werfen wir einen Blick darauf, wer eigentlich ist involviert in diese Big-Data-Prozesse. Und klarerweise, ich versuche mich kurz zu fassen, damit noch Zeit zur Diskussion ist. Eine wichtige Unterscheidung von Lev Manowich ist zunächst mal zu sagen, specifically people and organizations are divided into three categories. Those who create data, both consciously and by leaving digital footprints, those who have the means to collect it, and those who have the expertise to analyze it. Und das Erste sind wir natürlich alle. Und die nächsten beiden sind Sie wahrscheinlich mehr als ich, aber zumindest ist da schon mal klar, da gibt es Unterschiede. Und diese Unterschiede, und das ist, glaube ich, relativ relevant, sind eben auch Machtunterschiede. Und das ist ein Punkt, der interessanterweise selbst in dem White House Report zu Big Data anerkannt wird, nämlich these capabilities, most of which are not visible or available to the average consumer, also create an asymmetry of power between those who hold the data and those who intentionally or inadvertently supply it. Ja. Gehen wir nochmal zu diesen, wer sammelt denn eigentlich Wissen? Wer sammelt denn eigentlich Daten, personenbezogene Daten? Auch wieder schematisch, Wissenschaft ist ein Datensammler, Staaten sind Datensammler, Unternehmen sind Datensammler und Nutzer natürlich in Klammern deswegen, weil sie zum gewissen Grad selbst auch Daten sammeln und auswerten können mit Self-Tracking oder was auch immer, aber natürlich in einem geringeren Ausmaß. Die Funktionen und die Implikationen von Big Data in diesen Kontexten sind natürlich enorm unterschiedlich. Und gerade deswegen ist es sehr notwendig, wenn man über Big Data redet, dass man da sehr genau wird, um zu sagen, in welchem Kontext, mit welchen Implikationen rede ich denn hier. Deswegen jetzt auch nochmal schlagartig ein Blick auf diese verschiedenen Sektoren. Big Data in Unternehmen, es ist ein Bild von der Künstlerin Doris Graf, geht es natürlich ganz oft um diese Idee, dass man sozusagen getrackt und geprofiliert wird und um dieses Ganze, ja eben diese Datenspuren, die man hinterlässt. Und oft denken Leute eben dann zunächst mal an diese großen neuen Datensammler. Aber wie gesagt, das Beispiel von Target zeigt ja schon, dass es ganz andere Unternehmen gibt, die schon sehr lange Kompetenzen haben in der Datenanalyse. Nicht umsonst versteht sich IBM ja auch nicht mehr als Softwareunternehmen oder als Hardwareunternehmen, sondern als Datenunternehmen und kauft sowas wie den Weather Channel. Also sozusagen die Idee ist natürlich, dass es ganz andere Kompetenzen hier gibt. Und natürlich, heute Morgen gab es da noch ein viel fetteres Bild mit noch viel mehr Playern, aber das ist sozusagen auch die Idee, dass es ganz viele Hintergrundakteure gibt, deren Namen man im Normalfall überhaupt nicht kennt, die Daten in diversen Kontexten eben über uns besitzen. Das jetzt nur mal zunächst ganz grob zu Big Data Unternehmen. Schaut man sich die Forschung an, so ist natürlich erstmal zu sagen, dass die Datensammlung und Analyse ein Grundbestandteil der wissenschaftlichen Forschung ist von Anfang an. Sowohl sozusagen, es ist Karl Spitzweg, der Schmetterlingsfänger, in der Mitte ist das Teleskop von Galilei und rechts ist Francis Galton für die Verwendung von Datenanalyse in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Und hier wird jetzt sozusagen auch aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus philosophischer Perspektive oft diskutiert, ob durch diese neue Datenanalyse es zu einem Paradigmenwechsel kommt in der Wissenschaft oder nicht. Und da gibt es dann sozusagen solche Thesen um diesen neuen Empirismus. Es lehnt sich im Grunde genommen an diesen etwas Clickbait-artigen Artikel von Chris Anderson an, zur End of Theory, mit diesem sehr umfangreichen Annahmen, dass die Daten eben für sich selbst sprechen könnten, dass es ein rein induktives Vorgehen jetzt möglich sei, dass es keine Notwendigkeit gäbe mehr in der Wissenschaft für Hypothesen, für Experimente, für Tests, sondern dass im Grunde genommen auch Korrelation wichtiger ist als Kausalität oder ausreichend. Und das verbindet sich natürlich irgendwie auch wunderbar mit dieser Aura der Objektivität, Wahrheit und Genauigkeit. Schaut man sich natürlich die Forschungsrealitäten an, und da gibt es relativ schöne Untersuchungen, auch von Sabina Leonelli über Big Data in der Biologie, dann ist es natürlich klar, dass die Daten abhängen von diversesten Faktoren natürlich auf keinste Art und Weise für sich selber neutral aus der Luft heraus sprechen. Ja, die Art und Weise, wie Daten generiert werden, hängt ab von Plattformen, von Ontologien, von Ein- und Ausschlusskriterien für verschiedene Datensätze, von den Formatierungen, von den wissenschaftlichen und technischen Praktiken, mittels derer diese Daten gewonnen wurden, von den regulativen Rahmenbedingungen, über die wir auch schon gehört haben.
Dazu kommt, dass die Präparation von Daten, gerade meinetwegen in der Biologie, für bestimmte Datensätze sehr arbeitsintensiv ist. Man muss die Daten ja erstmal sozusagen bereit machen, dass die reisen können, wenn man das so will. Und dieser Prozess ist natürlich in der Wissenschaft nicht mit Reputation aufgeladen. Ja, man kriegt Reputation über Publikationen, aber nicht, dass man irgendwie die Daten für die Datenbank aufbereitet. Und natürlich, und darauf komme ich am Ende nochmal zurück, ist es hier so, dass es auch ein Problem gibt in Bezug auf Datenzugang und Datenkompetenz. Das heißt, bestimmte Datensätze, nehmen wir Twitter oder andere Social-Media-Daten, bekommt man als Forscher ja nur einen sehr limitierten Zugang, 1% oder was auch immer, oder man muss bezahlen, oder man hat Kooperationen mit den Firmen, um deren Daten zu bearbeiten. Aber das ist auf keinster Art und Weise geregelt, dass sozusagen Wissenschaft Zugang zu allen möglichen kommerziellen Daten hat, um eben mit denen zu experimentieren. Das heißt, diese Thesen des neuen Empirismus sind wissenschaftlich und unterwissenschaftlich natürlich höchst umstritten, beziehungsweise nicht nur umstritten, sondern es wird halt gesagt, das ist einfach völliger Schwachsinn. Ja. Die Frage ist aber, ist diese Rhetorik, die dahinter steckt, nicht enorm verführerisch für Politik? Ja. Und deswegen komme ich jetzt in dem letzten Abschnitt nochmal auf die, nicht in dem letzten, aber in dem letzten Beispiel nochmal auf die Verwendung von Big Data oder das Verhältnis in der Politik. Das ist auch ein Beispiel sozusagen für diese Frage, wo denn Big Data, in welchen Kontexten alles relevant sein könnte. Und da sieht man ja alles Mögliche von Transportation über Gesundheit und über, also sozusagen es gibt ganz viele Kontexte im politischen Bereich, wo sozusagen jetzt sehr viele Hoffnungen darauf gesetzt werden auf Big Data. Jetzt muss man natürlich berücksichtigen, dass das Sammeln und Verarbeiten von Daten ein Grundbestandteil von Staaten ist. Und die Kirche ist deswegen links abgebildet, weil die Kirche natürlich eine der ersten Institutionen war, die systematisch Daten gesammelt hat über Sterberegister, Totenregister und so weiter. Ja. Und sozusagen Staaten machen das natürlich seit Anbeginn an auch und das ist rechts eine holle Rittmaschine. Die Verwendung von Technologie hat natürlich immer auch ihren Einfluss darauf gelassen, in welcher Art und Weise und mit welchen Auswirkungen diese Daten erhoben wurden. Kurz, der Terminus Statistik bezeichnet ja schon bereits seit dem 18. Jahrhundert die systematische Sammlung von demografischer und ökonomischer Daten durch den Staat. Und in einem sehr empfehlenswerten Buch bei Alain Desrosiers on the Politics of Large Numbers, in der er im Grunde genommen die Ursprungsgeschichte der Statistik in England, Frankreich und Deutschland vergleicht, sehr unterschiedliche Historien, schreibt er: As the etymology of the word shows, statistics is connected with the construction of the state with its unification and administration. Und weiter, the need to know a nation in order to govern it led to the organization of official bureaus of statistic. Was das heißt, ist, dass man die Geschichte von Nationalstaaten auch als Geschichte der Statistik lesen kann. Als Geschichte des Sammelns und Auswertens von Daten. Ich will damit nicht sagen, dass die nichts anderes sind, aber zumindest ist diese Entstehungsgeschichte relativ eng gekoppelt. Und was das zumindest uns klar machen sollte, dass es in diesem ganz speziellen Sinne, ja, nicht in so einem allgemeinen Sinne, aber in einem allgemeinen Bacon-Gen, sondern in diesem Sinne eine sehr enge Verbindung gibt zwischen Wissen und Macht. Als Philosophin muss ich jetzt natürlich die Frage anders stellen. Big Data wird zunehmend verwendet oder soll verwendet werden in Administration und Politik als sogenanntes, im Kontext von sogenannter Evidence-Based Policymaking oder evidenzbasierter Politik. Natürlich würde ich jetzt argumentieren, dass wenn man das macht, verlangt das zunächst mal nach einer Begründung. Das heißt, ich muss erst mal untersuchen, ob das epistemisch, das heißt in den Wissensgrundlagen, ethisch und politisch gerechtfertigt ist. Was meine ich damit? Wenn ich politische Entscheidungen basieren lasse auf Datenanalysen, muss ich zunächst mal wissen, wie sieht es aus um die Qualität der Daten, wie sieht es aus um die Qualität der Berechnungen. Also das heißt sozusagen die Daten, die Algorithmen, die Systeme, in welcher Art und Weise liefern die überhaupt erkenntnistheoretisch zuverlässige Prognosen. Das ist aber noch nicht ausreichend, weil eben Wissenschaft eben Politik nicht Wissenschaft ist, weil in der Politik das beste Argument nicht notwendigerweise gewinnt und das auch aus gutem Grund, weil es eben ein anderes soziales System ist. Es gibt also ganz viele Debatten natürlich um diese umstrittene Rolle von Expertenwissen, die Gefahr der Technokratie und so weiter. Und das sind zumindest Faktoren, die man mit berücksichtigen müsste bei einer kritischen Analyse der Verwendung von Big Data im Kontext von Politik. Und selbst wenn das alles gewährleistet ist, haben wir noch immer nicht die ganzen Fragen, die schon angesprochen wurden, zu Privatsphäre-Schutz, Schutz vor Diskriminierung, Herstellung von Gleichheit, Autonomie. Diese Fragen sind dann alle noch nicht gelöst. Ja. Also,
Wenn ich jetzt nur noch mal auf diese epistemische, und damit komme ich zum Thema der Tagung zurück, auf dieses epistemische Rechtfertigung gehe, also auf die Frage nach den Wissensgrundlagen dieser Analysen, dann ist diese epistemische Rechtfertigung schwierig aufgrund eines Mangels an Zugang zu Daten und der also Daten im Sinne von die Daten und die Algorithmen und gegebenenfalls die Software und der Kompetenz in der kritischen Datenanalyse. Ja, das heißt, wenn ich was verwende im Politikkontext, müsste ich davon ausgehen, dass die, die entscheiden, sowohl verstehen, die Basis verstehen, auf der sie entscheiden. Und zum Zweiten kann man natürlich sagen, dass diese Darstellung, diese Rhetorik von Big Data als neutraler Theorie und verzerrungsfreier Wissenschaft die kritische Analyse zusätzlich erschwert. Weil es natürlich auch sehr beliebig ist zu sagen, es ist nicht meine politisch unliebsame Entscheidung meiner Partei, sondern die Evidenz ist einfach, wir müssen das machen. Die Zahlen haben es so gesagt, damit kann man eher auch unliebsame Entscheidungen durchaus argumentieren. Und es gibt sehr viele Studien auch hier von Ted Porter zu Trust in Numbers um diese Funktion von Daten und dem Verlassen auf Zahlen. Und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Punkt eingehen, auf diese epistemische Rechtfertigung. Was ich unterscheiden möchte in Bezug auf diese Unsichtbarkeit sind zwei Arten von Intransparenz. Das eine ist, was ich funktionale Intransparenz nennen möchte. Das ist dieser eingeschränkte Zugang zu Systemen, Daten und Algorithmen, vor allen Dingen, wenn wir uns von proprietären Systemen reden und nicht von Open-Source-Systemen. Das zweite ist diese epistemische Intransparenz. Es gibt Grenzen des Verständnisses komplexer Systeme und Verfahren. Sozusagen, das ging es heute auch schon mehrfach drum, um Maschinenlernen, um neuronale Netzwerke. Und da ist die Frage, was kann man überhaupt verstehen? Und ich glaube, wenn wir über Intransparenz reden, müssen wir zumindest diese beiden unterscheiden. Die funktionale Intransparenz ist konzeptuell zunächst mal total simpel. Also man sozusagen verstehen zu können, dass man einfach keinen Zugriff hat, weil man nicht an die Sachen rankommt, ist nicht so schwierig zu verstehen. Praktisch ist es aber ein Riesenproblem, ja, weil wie löse ich dieses Problem dieser Intransparenz, wenn Geschäftsgeheimnisse als Wettbewerbsvorteil gelten und das dementsprechend eine Argumentation ist, warum ich meine Daten und meine Algorithmen nicht offenlegen muss. Das heißt, wenn ich hier zu mehr Transparenz kommen möchte, dann muss ich im Grunde genommen die Geschäftsmodelle ändern. Weil ansonsten gibt es ja keine Veranlassung zu sagen, warum man meinetwegen Google oder Facebook oder wen auch immer oder Leute, die irgendwie Software für Predictive Policing erstellen, dazu zwingen könnte, das offenzulegen. Und da kommen wir dann, reden wir im Grunde genommen nicht mehr über Big Data for Governance, sondern über Governance von Big Data. Und da gibt es im Moment im Großen und Ganzen drei Argumentationslinien. Die einen sagen, wir verteidigen den Status quo, alles ist tipptopp und der Markt reguliert sich selber. Es ist natürlich ein ziemlicher Blödsinn aus meiner Perspektive, weil der Markt natürlich etwas verzerrt ist, aber da könnte ich jetzt lange drüber reden. Wer den Status quo verteidigt, kann man sich auch denken. Die Alternativen sind, dass die Regulation verbessert werden soll. Das sind so Ansätze von Frank Pasquale in der Black Box Society, der eben sagt, wir müssen die Regulierung verbessern und es geht um die Suche und Implementierung effektiverer Mittel, um zum Beispiel große Internetfirmen zu regulieren. Und das Dritte ist im Grunde genommen der Vorschlag, dass sich die ökonomischen Grundlagen von diesen Datenmärkten verändern müssten. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, alternative Infrastrukturen oder die Frage, wie ist denn der Besitz? Wie soll das Besitztum von Daten verstanden werden? Ist der Nutzer der Besitzer oder sollte man Daten als öffentliches Gut verstehen und könnte das nicht bestimmte Marktprobleme lösen? Gut, also so viel nur zu dieser funktionalen Intransparenz. Kommen wir zur epistemischen, zu den Grenzen des Verständnisses. Das ist sowohl konzeptuell als auch praktisch schwierig. Epistemische Transparenz ist nämlich relativ natürlich zur Kompetenz der Nutzer. Ja, das heißt sozusagen, je mehr ich weiß zu einem bestimmten Feld, umso eher kann ich sozusagen Dinge verstehen. Das heißt, und das sind Themen, die wir heute irgendwie auch schon hatten, in welcher Art und Weise bringt es eigentlich dem Nutzer was, wenn sozusagen völlig offengelegt wird, was er macht, also sozusagen was mit seinen Daten geschieht und er halt informiert, das unterschreibt, indem er die Terms of Agreement von diesen ganzen Systemen verwendet. Das ist zwar dann insofern transparent, als das offen liegt, was damit gemacht wird bis zu einem gewissen Grad, aber es hat ja keine Handlungskompetenz. Ja. Und die Alternative wäre dann zu sagen, okay, wir haben solche Lösungen wie Privacy by Design oder Transparency by Design und dann machen wir im Sinne von Leon Hempels Vortrag heute ganz am Morgen die Dinge transparent to use, also im Sinne von, wir bemüßigen den Nutzer gar nicht mehr damit, darüber nachzudenken, wie das alles funktioniert, sondern wir schützen ihn als Default. Ja? Das wäre sozusagen eine ganz andere Art von Transparenz, die heute Morgen aufgemacht worden ist. Für den
Experten stellen sich andere Fragen, weil selbst wahrscheinlich für Leute, die mit den Systemen arbeiten, ist die Frage, wo sind Erkenntnisgrenzen, mit welchen Auswirkungen, wenn ich verstehen will, wie komplexe Systeme funktionieren im Kontext von Maschinenlernen oder von neuronalen Netzen oder was auch immer. Und wodurch lassen sich diese Grenzen gegebenenfalls verschieben? Das ist jetzt zunächst mal kein neues Phänomen. Ja, es gibt einmal das Buch von Donald McKenzie, Mechanizing Proof, Computing Risk and Trust, in dem er im Grunde genommen eine historische Analyse des Beweises des Vier-Farben-Theorems darlegt, wo eben die Hauptdebatte in der Community damals war, ob dieser formale Beweis durch den Computer ein Beweis ist, wenn ihn keiner verstehen kann. Also gilt ein mathematisches Problem auch dann als gelöst, wenn kein Mathematiker nachvollziehen kann, ob das gelöst worden ist. Ja, das hat man natürlich im Menschlichen, im Analogon, komme ich jetzt nicht drauf, aber kürzlich gab es ja eine Lösung von einem anderen Problem und dann war halt die Frage, ob man diesen japanischen Mathematiker versteht oder nicht. Also das heißt, Beweis im Mathematischen besteht ja darauf, dass es epistemisch nachvollziehbar ist. Ja? Und das ist natürlich im Kontext von Big Data nicht anders, nur es ist halt viel auswirkungsreicher, weil das eben nicht nur Wissenschaft ist, sondern eben Wissenschaft in verschiedenen Anwendungskontexten. Und ähnliche Argumente hat eben auch Paul Humphreys gemacht, eben nicht für die künstliche Intelligenz und die Mathematik, sondern eben für die Physik, wo es eben auch darum geht, dass bestimmte Berechnungen zu komplex sind und es dementsprechend zu sowas, was er nannte, epistemic opacity kommt und man einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was hier passiert. Und da stellt sich halt die Frage, und da ging es heute Morgen auch in Corinnas Vortrag schon darum, was kann man denn machen, also wo kann man denn auch auf dieser Expertenseite gegebenenfalls versuchen, diese Grenzen des Verständnisses ein bisschen zu verschieben. Ja? Und sind bestimmte Methoden, um zum Beispiel Verzerrungen nachzuweisen, um Diskriminierung von Software nachzuweisen, um das zu visualisieren, das wären wahrscheinlich Möglichkeiten, um diese Erkenntnisgrenzen im Verständnis von komplexen Systemen zu verschieben. Und im Kontext von E-Voting, ich arbeite mit Kollegen zusammen zu E-Voting-Systemen, also mit Informatiker-Kollegen. Und in dem Kontext wird oft gesprochen von so einem Trias von Dependability, Verifiability und Trustability, wo Dependability wirklich ist, okay, funktionieren die Systeme so, wie sie sollen? Also funktionieren diese elektronischen Wahlsysteme so, dass jede Stimme gezählt wird und dass sozusagen die Stimmen, ne, also sozusagen funktioniert das? Und Verifiability ist, kann ich demonstrieren, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Ja? Und sozusagen, das ist aber immer noch das Expertenlevel. Und dann ist die Frage, ist das dann vertrauenswürdig für den Wähler oder nicht? Also das wäre sozusagen diese dritte Komponente von Trustability. Und ich führe das deswegen hier auf, weil ich mir denke, dass ähnliche Überlegungen vielleicht im Big Data-Kontext relevant sind, aber enorm viel schwieriger. Okay, kommen wir zum Abschluss. Ich hoffe, ich bin noch halbwegs gut in der Zeit. Was ich unterscheiden wollte, ist eben Unsichtbarkeit als einmal funktionales und epistemisches Problem, die beide ganz unterschiedliche Lösungen verlangen. Funktional, wenn man dieses Problem lösen möchte, des Zugangs auf Datensätze in proprietären Systemen, bedarf das einer grundlegenden Veränderung der ökonomischen Grundlagen. Ob die realistisch ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist zumindest das, was notwendig wäre. Für die epistemischen ist halt wirklich die Frage, was ist wie transparent für wen? Welche Möglichkeiten und Grenzen und auch Alternativen gibt es zur Transparenz? Eben sowas wie die Rolle von Bildung, Privacy by Design. Und das ist alles sozusagen sicherlich wichtig, aber keins davon alleine ausreichend. Das ist im Grunde müssten wir hier von diesem letzten Punkt, von der Frage Big Data in der Nutzung für die Politik, eben von Big Data for Governance zu Governance for Big Data vorkommen. Und da stellen sich Fragen wie unter anderem, wie kann man die Vertrauenswürdigkeit von Datenpraktiken erhöhen und wie kann man diese epistemisch, politische und ethische Überprüfbarkeit unterstützen? Durch welche Verfahren ist das tatsächlich technisch, aber auch legal möglich? Und ich glaube, und das ist mein letzter Punkt, wenn wir von Big Data Governance reden, dann wird es eine Kombination sein müssen aus rechtlichen Lösungen, also Hard Law Regeln, Codes of Conduct, also Selbstverpflichtungen bis zu einem gewissen Grad und Governance by Design, das habe ich jetzt als Überbegriff genommen für all diese Bemühungen zu Privacy by Design, Transparency by Design und so weiter. Und Bildung wird eine Rolle spielen, aber keins davon wird ausreichen. Und was sicherlich nicht die Lösung sein kann, ist immer nur sozusagen die Bürde des Informiertseins und des Sich-Informierens auf die Schultern des Nutzers zu legen. Ja? Das ist sozusagen auch so ein bisschen diese Krux mit der Transparenz. Und damit bin ich mit 28 Minuten, habe ich doch noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren gelassen. Danke.
Ja, erstmal herzlichen Dank dafür. Das war ja sehr interessant und quer zu ziemlich vielen Disziplinen. Das ist ja auch immer sehr fruchtbar. Gibt es denn dafür oder dazu erstmal Fragen? Das verdauen alle noch. Also die Frage, die das gerade gehörte, meine ich. Okay, also gibt es da hinten? Ah ja, okay, dann gehe ich da mal. Ich sehe schon. Moment. Es dauert ja auch immer, sich durch den physischen Raum zu bewegen, auch wenn wir über Daten sprechen. Ach so. Oh. Da bin ich, dann war ich fehlfokussiert. Entschuldigung. Ich war gerade zu entgegenkommend. Sorry. Also meine Frage ist nur eine ganz kurze. Dein Satz, Politik ist ein anderes System. Basiert das jetzt erkenntnistheoretisch auf Niklas Luhmann oder wie kommst du dazu? Also es ist nicht dezidiert auf Luhmann fokussiert, aber man könnte es mit Sicherheit auf Luhmann fokussieren. Meine Wahrnehmung war nur die, dass ich habe mehrere Jahre in der Technikfolgenabschätzung gearbeitet, die ja im Grunde genommen die Aufgabe hat, Informationen über Wissenschaft und Technik bereitzustellen für Entscheidungsträger. Ja? Und da ist aber im disziplinären Verständnis ist ganz klar so, dass man dieses Wissen möglichst breit zur Verfügung stellt, aber der Entscheidungsprozess davon abgekoppelt ist. Ja? Und dementsprechend ist Wissen in diesen Entscheidungsprozessen eben nur eine Funktion unter anderem. Deswegen wäre meine These, dass Wissen dort eine funktionale Rolle hat. Ja? Also sozusagen, dass es nicht um den Wert des Wissens als solches unbedingt geht oder gehen muss, sondern die Rolle von Wissen ist da eine andere als im Wissenschaftlichen. Das war, also weiter wollte ich nicht gehen, aber das ist so ein bisschen der Kontext der Überlegung. Okay, hier hinten. Ja, ist es vielleicht so, das scheint mir ähnlich zu sein wie die Entstehung damals der Quantentheorie, Quantenmechanik, weil das eine relativ neue Wissenschaft damals war, wie jetzt Big Data, dass da erst die Werkzeuge, die Mechanismen gefunden werden müssen, um das zu systematisieren, das ganze Problem, auch erkenntnistheoretisch. Und kann man da nicht vielleicht Parallelen ziehen, letztlich sogar bis hin zur Gefährlichkeit dieser Wissenschaft, bis eben zur Entwicklung der Atomenergie. Das heißt, also für mich scheint das eine große Parallele zu sein. Das war ein völlig neues Gebiet, auch erkenntnistheoretisch. Und da gab es noch keine strukturierten Mechanismen, wie man das analysieren soll. Da wurde Quantenmechanik dann entwickelt. Auch ein gewisser Mechanismus, wissenschaftlicher Mechanismus und erkenntnistheoretischer Mechanismus. Und muss man das nicht vor dem Hintergrund vielleicht sehen? Also ich glaube, es gibt ähnliche Komponenten, aber es gibt eben auch sehr fundamentale Unterschiede. Und zwar die Unterschiede sind meiner Meinung nach, also erkenntnistheoretisch würde ich sagen, ja, klar, man muss in beiden Fällen erstmal verstehen, was da passiert. Der Unterschied ist meiner Meinung nach, dass bevor man Quantentheorie dann sozusagen in der Anwendung anwenden konnte, gab es eine bestimmte Zeit dazwischen, gegebenenfalls zwischen der Entwicklung der Theorie und der Anwendbarkeit in Technologie. Das ist jetzt im Big Data Kontext ein bisschen anders, zumal ja viele von den Methoden nicht neu sind. Ja? Also viele von den statistisch-stochastischen Verfahren basieren ja auf früheren Verfahren. Was hier neu ist, ist einerseits, also ich glaube, die Komplexität durch selbstlernende Systeme ist vielleicht eher noch was in diese Richtung von diesem Neuheitsgedanken geht, was man eher verstehen muss. Aber viel entscheidender scheint mir zu sein die Einbettung all dieser Verfahren und Systeme in der Lebenswelt. Weil eben sozusagen nicht nur darüber geredet wird, ob Big Data jetzt ein neuer Quantensprung, ich überspitze jetzt mal, in der Wissenschaft ist, sondern egal, ob das ist oder nicht, wir verwenden es jetzt einfach mal. Ja. Und es durchdringt im Grunde genommen schon unsere Lebenswelt und ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied. Moment. Und etwas kurz halten. Auch Anwendungen, ich meine die ganze Spektraltheorie, das war ja alles ein großes Buch mit Rätseln und als dann die Quantentheorie da war, wurden viele dieser Probleme automatisch mit einmal sehr schnell gelöst. Ja. Also wie gesagt, erkenntnistheoretisch glaube ich das durchaus, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Quantentheorie und Big Data in Bezug darauf, dass es eben nicht nur Theorie und erkenntnistheoretische Überprüfung ist, sondern eben auch die Verwendung schon in diesen diversen Kontexten. Ne? Genau. Hier hat sich spontan eine Physik-Diskussionsgruppe gegründet. Das kann sich danach dann weiterführen. Okay, hier ist die nächste Frage. Im Grunde geht die Frage nochmal in dieselbe Richtung. Also Wissen und Macht war ja dann mit der Entwicklung der Staaten und der Statistik verbunden worden bei Ihnen. Was ich mich dann sofort gefragt habe, ist, es gibt ja immer noch einen Zwischenschritt.
nämlich das Planen. Und bei dem Planen steckt dann wieder das Modell drin und beim Modell wieder das Design. Kommen wir da nicht zu einem Zirkelschluss? Was ist da Ihre Einschätzung? Weil ja Modellbildung in der Informatik, hatten wir heute auch mehrfach, eine ganz besondere Rolle einnimmt. Das Planen in der Politik, meinen Sie? Oder ich versuche noch zu überlegen, wie ich die Frage richtig kriege. Das Planen sowohl in der Politik, was aber ja jetzt unterstützt wird durch Big Data, Algorithmen, entsprechend das Bestimmen, Ausrechnen, dran glauben, dass die Thesen durch die Daten bestimmt sind. Und da würde ich gerne die Änderung bezüglich der Auffassung, was ist ein Modell, von Ihnen gerne noch etwas erläutert haben. Die Aufschlüsselung, was ein Modell ist, ist jetzt, okay, also da müsst ihr jetzt irgendwie, für die Idee von Modell würde ich ganz woanders ausholen müssen in der Wissenschaftstheorie, aber also ich glaube, was vielleicht allgemeiner, ich hoffe, das geht in die richtige Richtung, wenn nicht, müssen Sie mich nochmal greifen, aber im Grunde genommen ist ja eine Plan- und Modellbildung, also einer dieser Claims von diesem neuen Empirismus wäre ja zu sagen, dass klassische Formen der Modellbildung, der Hypothesengenerierung, der Überprüfung irrelevanter werden im Kontext von Big Data. Und das ist natürlich wissenschaftlich so nicht festzustellen. Die Frage ist aber, ob man in der Politik dann auch gegebenenfalls die Hypothesengenerierung hinten anstellt und blinder einfach irgendwelchen sehr randommäßigen, intransparenten Analysen vertrauen würde. Ja? Und das könnte natürlich gegebenenfalls der Idee der Planung, die Idee der Planung der entgegenlaufen. Aber ich glaube, ich kriege Ihre Frage nicht super gerade in den Griff. Ja. Als dritte Meinung, ich glaube, die Antwort ging schon so in die Richtung. Ich habe das, vielleicht kann man es nochmal umformulieren, das klingt so ein bisschen, als würde mit Big Data so eine Esoterik in die Planung einsteigen, weil es keine Modelle mehr so richtig gibt. Moment, okay, nochmal mit Mikro. Also der letzte Satz war eigentlich genau das, was Sie gesagt haben, dass ich mich angefangen habe zu fragen, inwieweit das, was wir als Modell, als Arbeitsthese voraussetzen, was wir als Planungsgrundlage nehmen, praktisch den Plan dann ad absurdum führt. Ich glaube, das kann durchaus sein. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, also im Wissenschaftlichen ganz bestimmt, aber die Frage ist auch, inwiefern Politik Planung und Modellbildung ist und inwiefern das sozusagen nicht auch viel kontingenter ist, als es dann nach außen dargestellt wird. Aber das wäre auch wieder sozusagen eine empirische Frage. Aber es kann durchaus sein, dass sich da was verändert im Sinne von schnelleren Zyklen, dass man probiert es mal aus und plant nicht so langfristig. Aber da will ich mich nicht hundertprozentig festlegen. Es schließt vielleicht partiell sogar daran an. Also ich fand es erstmal sehr positiv und bemerkenswert, da ein bisschen den Fokus drauf zu legen, auf diesen ganzen Prozess der Datenaufbereitung. Also was muss ich mit dem Zeug, was ich da erhoben und ermittelt habe, anstellen, damit, bis es in die Datenbanktabellen passt. Und auch, dass das so ein blinder Fleck ist, dass der ausgeblendet wird und ist kein Prestige mit verbunden und so weiter. Und wo ich mir die Frage stelle, das ist erstmal kontingent, was da passiert, und das kann ja durchaus auch interessengeleitet sein. Also irgendwer stellt diese Leute ja an, macht ihnen Vorgaben, bezahlt sie, beauftragt sie. Das ist vielleicht auch so ein Stück weit die Art, wo sich jetzt die Modelle drin verstecken, nämlich in den Annahmen, was das darf denn da überhaupt in dem Kästchen stehen, und wenn da was Schräges daherkommt, was stelle ich damit an? Damit presse ich das ja in ein Modell rein. Das heißt, es gibt durchaus ein Modell, was überhaupt sein und auftreten kann. Und ja, und die Frage ist ja, die Implikation, die ich da drin sehe, ist, diese Interessengeleitetheit, diese Kontingenz könnte oder müsste ja auch Gegenstand eben von Governance sein. Ja, also ich glaube, da würde ich gerne auch nochmal aufteilen, nochmal kurz die Idee von unterschiedlichen Daten in unterschiedlichen Kontexten. Nehmen wir jetzt mal an, Social-Media-Daten, dann kann man natürlich gegebenenfalls das Problem haben, dass meinetwegen, wenn bestimmte Biases in den Trainingsdaten sind, die natürlich Systeme dann in eine bestimmte Art und Weise lenken. Und das muss dann eben nicht mal intentional sein, sondern man hat bestimmte Datensätze, in die man bestimmte Vorannahmen reingeschrieben hat.
man hat die Begegnung, also ähnlich wie bei dem Chatbot, ne, man hat vielleicht gar nicht die Idee, dass man einen rassistischen und sexistischen Chatbot hat, aber aufgrund der Daten, das war natürlich in dem Fall gegebenenfalls nicht Daten, entwickelt sich das in eine bestimmte Richtung. Also das heißt, viele von diesen Machine Learning Algorithmen basieren ja natürlich auch oft, hängt von der Qualität der Trainingsdaten ab, was da am Ende rauskommt. Und das muss jetzt nicht mal intentional sein, dass da jemand das in eine bestimmte Richtung lenken will. Möglich ist das, aber es kann genauso gut sein, dass es einfach ein Artefakt ist. Und da gibt es eben schon relativ frühe Papers von Helen Nissenbaum, die da sehr nützlich unterscheidet zwischen Societal Bias, Technical Bias und Emergent Bias. Und da ist der Technical Bias eben der, der teilweise entsteht in Prozessen der Informatik, aber nicht intendiert ist. Und der Pre-Existing Bias ist der, der gegebenenfalls schon in der Gesellschaft vorliegt und dann sozusagen in diese Systeme reinwandert, ohne dass es jemand will. Und das sind alles schon Formen von Verzerrung, die nicht mehr intentional sind. Also das wäre sozusagen ein Problem. Und in der Wissenschaft wiederum ist es so, ich meine, diese Social-Media-Daten, die sind dann auf einmal da und strömen rein und es kommen immer mehr. Aber jetzt nehmen wir mal den Biologie-Kontext und da gibt es ja dann solche Sachen eben wie diese Flybase, wo dann Daten aus verschiedenen Kontexten zu Organismen aufbereitet werden müssen, damit dann weitergehende Untersuchungen, das ist halt enorm aufwendig. Man muss dann halt irgendwie angeben, was sind die methodischen Verfahren, mit denen man diese Daten erhoben hat. Man muss die Metadaten, man muss es klassifizieren und so weiter und so weiter. Ja. Und der Prozess ist halt endlos arbeitsam. Und was interessant ist, und da gibt es ein gutes Paper von Sabina Leonelli in Big Data and Society, die eben zeigt, dass das gegebenenfalls auch zu Hierarchisierung in den Wissenschaften führt. Und zwar einmal sozusagen innerhalb der Biologie, weil bestimmte Subdisziplinen der Biologie viel mehr Daten produzieren, die viel einfacher aufzubereiten sind und andere Subdisziplinen der Biologie, die Datenaufbereitung viel aufwendiger ist. Ja? Und wenn das sozusagen zu Big Data geht, dann wird es gegebenenfalls Ungleichgewichte geben in den Datenbanken und dann vielleicht Implikationen, welche Relevanz, welche Forschungsfelder in der Biologie haben. Ja? Und das kann man natürlich dann weitertreiben, wie ist das zwischen den Disziplinen und dann schaut man sich sozusagen die Forschungslandschaft an und dann fragt man sich, wie ist es bei den Geisteswissenschaften und so weiter. Also es gibt da sehr interessante Machteffekte, die gekoppelt sind an diese Arbeits... Ja, genau, das war jetzt eine lange Antwort, aber ja. Wir haben noch eine Frage aus dem ominösen Internet. Und zwar scheint ja Big Data sehr zahlen- und datenlastig zu sein. Die müssen aber natürlich erst interpretiert werden. Das heißt, die Frage ist, sollte der Fokus nicht eher auf die Interpretation der Daten gelegt werden, statt auf die Art, wie sie dann letztendlich erst erhoben werden? Ja, ich glaube, man kann nur dann auf die Interpretation der Daten fokussieren, wenn man vorher auf die Erhebung fokussiert hat. Weil ich kann Daten nicht interpretieren, wenn ich nicht verstehe, wo sie herkommen. Also ich stimme dem zu, dass die Dateninterpretation enorm wichtig ist. Nur ich kann Daten nur dann interpretieren, wenn ich irgendeine Idee darüber habe, welcher Qualität die sind, wo die herkommen, wie die erhoben worden sind und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist einfach der nächste Schritt. Ja, und natürlich gibt es Kompetenzfragen in beiden Richtungen. Also wer kann mit Daten was anfangen und so weiter. Also ich stimme dem zu, das ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, er geht nicht ohne eine vorhergehende Kritik der Grundlagen oder Analyse der Grundlagen. Und vielleicht als Abschluss noch eine Frage von mir. Ich bin mir sicher, das fragen sich auch viele hier, deswegen spreche ich nur für den Weltgeist. Natürlich. Ich bin nur Werkzeug. Jedenfalls, Sie hatten angesprochen, dass da eventuell ökonomische Alternativen denkbar wären, wie man mit so diesen Big-Data-Praktiken umgeht. Und auch so ein bisschen gesagt, inwiefern diese Machtasymmetrien auch durch eine Transparenz ausgeglichen werden können. Vielleicht, können Sie da vielleicht so zwei, drei Ideen mal skizzieren, was da möglich wäre an Alternativen? Also es gibt ja so Vertreter wie Evgeny Morozov, die sagen, Daten dürfen gar nicht gehandelt werden. Das ist so wie Nuklearmaterial. Wir finden raus, wie gefährlich es ist. Und deswegen, also die Frage. Also diese Folie mit diesen drei Governance-Modellen, oder diesen drei Governance-Ideen, also dieses Status Quo ist natürlich irgendwie, sozusagen Yahoo und sonstige Leute, die halt diese Argumentation haben, sind aber klarerweise natürlich auch die Gewinner von einer bestimmten Monopolisierung. Der Grund, warum man diese Datenökonomie vielleicht anders denken muss, ist ja, dass mittlerweile oft nicht die Qualität der Algorithmen über die Qualität einer Software oder eines Systems oder eines Produkts entscheidet, sondern die Menge der verfügbaren Daten, auf denen ich diesen Algorithmus dann laufen lassen kann. Das heißt sozusagen, die Menge der Daten ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der ganz schwer ausgeglichen werden kann noch durch bessere
Algorithmen. Und korrigieren Sie mich bitte, weil Sie sind da die Experten, wenn ich da falsch liege. Aber das war sozusagen, ist eine These. Und wenn dann sozusagen aber schon so große Ungleichgewichte sind zwischen denen, die viele Daten haben und die aufkaufen können, dann eben IBM, der den Weather Channel kauft und so weiter, dann verstärken sich das natürlich. Und da gibt es natürlich von der, von der Kommission, Anti-Trade Commissioner, eben diese Überlegungen zu sagen, okay, sind dann nicht Monopole, die schwierig sind und die eben einem Markt, die sozusagen den freien Markt eh schon verunmöglicht haben, weil neue Starter überhaupt nicht mehr in dieses System reinkommen. Und deswegen ist eben ein Argument zu sagen, wenn die Daten aber nicht mehr den Unternehmen gehören, sondern entweder dem Nutzer oder sozusagen Gemeingüter sind, dann könnte man gegebenenfalls das System so weit öffnen, dass neue ökonomische Player auch in diesen Markt reinkommen. Also das ist ein rein Marktsystem jetzt. Und Morozov ist einer, der eben dieses Daten als Allgemeingut verteidigt. Jerome Lanier wäre eher einer, der sagt, der Nutzer soll die Daten haben und dann gegebenenfalls an den Gewinnen zu partizipieren. Ich wäre da wahrscheinlich eher auf der Seite der Daten als Allgemeingut. Allerdings bringt das nochmal wieder ganz andere Probleme für den Schutz der Daten und die Sicherheit und Privatsphäre. Aber ich glaube, ökonomisch würde das in die richtige Richtung gehen. Herzlichen Dank.